Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Zieh dich einfach mal gleich. Ich finde es irgendwie süß. Weil er wurde ja eigentlich geschnappt und eingezogen. Und er sah schon relativ erwachsen aus. Also nicht mehr jugendliches Alter oder so. Oder was heißt jugendliches Alter? Ich würde mal so sagen, so. Ja, bei Jungs, vielleicht kann es ein bisschen länger dauern oder so. Ich finde den Teddy da übrigens in der Ecke ganz schön. Aber nicht so passend, also auch also nicht, weil es mir nicht gefällt oder so, aber ich kann es mir halt schwierig vorstellen, weil bei mir sah es halt vielleicht bis 10, 11 oder so, oder 12 vielleicht noch maximal, aber naja, ist ja auch egal. Zieh dich an, okay, Kleidung wechseln. Da steht wirklich Cowboy-Anzug, oder? Warte mal, was haben wir noch? Ich meine, ich habe ja. Das ist, glaube ich, eher unseres. Ich habe ja essentiell keine Ahnung, ob das Highschool-Kleidung. Ja, wäre eigentlich auch cool, ne? Rote Jacke mit Hemd. Ich guck mal kurz durch. Ich bin eigentlich nie so, aber den Charakter sieht man ja. Ich wäre eigentlich fast ein Kampfanzug, ne? War Hero Pack. Ich hatte es ja schon mal installiert, also und schon mal gespielt. Also es müsste eigentlich noch mit drauf sein, weil ich habe. Wenn ich aufnehme oder streame, habe ich ja eh nie die Playstations am Netz. Motorradfahrkleidung? Ja, nee. Rennanzug? Warte. Nee. Nee. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich würde, glaube ich, erstmal Anzug mit weiten Kragen und Sonnenbrille. Es ist Farbe, ja, kann man sich drüber streiten. Oder sollen wir doch eher die Highschool-Kleidung nehmen? So der junge, dynamische. Komm, wir nehmen Highschool-Kleidung. Ich habe mich doch umentschieden. Ich glaube, für den Anfang ist das ganz cool. Und im weiteren Verlauf, wenn wir vielleicht aufsteigen, tun wir uns dann den guten Feindswurm an. Und, wann musst du wieder zurück? Tja, so wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wäre es dir lieber, ich gehe zurück und werde wieder angeschossen? No. Siehst du, Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit dieser Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Pappalardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Bitte versprich mir, gehst du noch heute zu ihm? Okay, Mama, ist gut, ich verspreche es. Grazie a Dio. Ich will arbeiten, nicht hart arbeiten wie meine Papa. Ich möchte rumschießen und besser verdienen wie die Papa. Okay, Buddy, ich geh mal. Jo, wir gehen mal. Ist das unser? Ja, ist unser Bude. Was ist denn hier eigentlich? Kann ich hier rein? Ach so, hier geht's sogar raus. Warte, wo geht's hier hin? Ach, Bad, alles klar. Alles klar. Er rennt, das ist schön. Das ist übrigens auch das Schöne, so ein bisschen bei allen Spielen. Was war denn das gerade? Haben die jetzt schon Angst vor uns? Und es kennt uns ja auch jeder. Deswegen ist ja auch egal. Dass sich zumindest die Charaktere gleich rennen. Ne? Kommt halt immer aufs Spielhof an, aber an sich finde ich es ganz cool, damit dass du nicht irgendwo ein Pönöpel irgendwie extra reindrücken musst oder so. Mich doch nicht. Ist mir scheißegal, wenn ihr alles verkaufen müsst und. Was ist hier los, verdammt? Vito! Kümmere dich um deinen eigenen Dreck, du Arschloch. Nee. Ach ja? Komm her, Kleiner. Hier werde ich's zeigen. Jo, dann zeig mal. Auf Frauen losgehen, das traust du dich, was? Komm, zeig, was du drauf hast. Oh. Vito, bitte, du machst alles nur noch schlimmer. Alter, ich wollte ausweichen. Ach, gedrückt. Halte gedrückt. Ach so. Ich hab's halt nur einmal gedrückt. Entschuldigung. So. Halt, bitte hört auf. Ihr braucht euch nicht zu prügeln. Warte. Doch, ich muss ja reinkommen. Oh. Weicht der automatisch aus? Okay, wenn ich die ganze Zeit gedrückt halte, weicht der automatisch auf. Auf. Er weicht auf. Er weicht die anderen Leute auf. So, haben wir es jetzt bald mal. Wie hält denn der aus? Komm schon. Scheiß drauf! Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst, du Wichser! Das wird euch noch leid tun. Verlasst euch drauf! Was zum Teufel wollte der? Tut mir leid, Vito. Wir wollten dich nicht beunruhigen. Beunruhigen? Womit beunruhigen? Komm, jetzt sag mir, was los ist, Franny. Kurz vor seinem Tod hat Papa sich Geld geliehen.
Ein Haufen Geld. Von einem Kredithai. Er hat gedacht, er kriegt einen besseren Job und zahlt's dann zurück. Wir haben es erst erfahren, als du weg warst. Wie viel? $2000. Was? Scheiße. Das Schlimmste ist, der Kerl will alles bis Ende der Woche zurück. Sonst müssen wir noch mehr zahlen. So viel kann ich als Hafenarbeiter nicht verdienen. Wer ist der Kerl? Ich weiß nicht. Mama will es mir nicht sagen. Aber reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge. Ich schaff das aus der Welt. Ich verspreche es dir. Danke, Vito. Pass gut auf dich auf. Jetzt brauche ich auf die Schnelle 2 Riesen. Vielleicht kann Joe mir da helfen. Ich meine, ich könnte ihm eigentlich an sich auch aushelfen. Und das ist gut, ne? Da können wir ein schönes unser Leben schön weiterführen. Ist, glaube ich, aber damals ist das noch ein bisschen was anderes gewesen. Okay, Select auf der Karte. Ja, ich werde aber dem Punkt folgen, oder? Deswegen, kann ich mir hier eigentlich schon Autos klauen? Ich weiß gar nicht. Okay, das vielleicht nicht gerade. Aua, aua. Das dahinter vielleicht auch nicht gerade. Fahr mal weiter. Ich will bloß mal gucken, ob es geht. Oh, da steht eine Karre. Da steht eine Karre. Wenn es natürlich hupt, ist dann scheiße. Ich weiß auch gar nicht, was wir in der Welt jetzt großartig anders machen können noch. Man ist ja vielleicht daran gewöhnt, dass man halt viel... Okay, kann ich leider nicht. Viel Scheißdreck nebenbei machen kann. Ist hier aber dadurch, dass das Kapitel hat, glaube ich, nicht so. Früher hast du halt noch gehabt, wir waren beim ersten Mal verteilt. Au, ja auch so gewesen. Okay, der Oma kann ich nicht die Karre klauen. Dass du dann halt freie Fahrt oder sowas hattest, was halt eher so, naja, nach heutigen Maßstäben so, naja. Ist hier aber, glaube ich, eher nicht so geworden, aber ich kann halt auch, oder es liegt vielleicht daran, dass ich einfach noch keine Karren klauen kann, das heißt, es noch kommt, ne? So, bin ich jetzt hier vorne eigentlich richtig? Kann ich hier irgendwo, oder muss ich da wieder auf irgendeinen Hinterhof? Würde mich zumindest nicht wundern. Ja, hier siehst du doch schon mal, genau, es blinkt, wunderbar, Tür auf. So, mein Freund, mein gut, er wohnt bestimmt weiter oben. Es gibt keinen weiter oben. Ja, schön, da Tür öffnen. Mein guter Freund, ich brauche mal wieder deine Hilfe. Das Problem wird bloß sein. Wie gesagt, ich kenne ja die Story nicht wirklich. Ich kann mir gut vorstellen, dass er uns jetzt nochmal hilft und dann so, ja, ist ja kein Problem. Wir aber irgendwann an einen Punkt kommen, wo er das dann vielleicht doch für seinen Boss wieder einfordert und wir ihn eventuell umnieten müssen. Das wäre, glaube ich, zumindest im Bereich des Möglichen. Oder uns selber, wie beim ersten Teil irgendwie hocharbeiten, da sind wir ja auch bloß zufällig eher reingeraten. Verzeihung, Ma'am, wissen Sie, wo Joe Barbro wohnt? Rechts von der Treppe. Und er soll nie wieder so einen Krach machen wie letzte Nacht. Wenn sie mir nicht gefällt, soll er woanders. Störe ich? Nee, überhaupt nicht. Rein in die gute Stube. Ekelhaftes Schwein. Hab die Miezen hier auf dem Rückweg von der Bar aufgerissen. Ich warte schon auf dich. Okay, Mädels, Schluss für heute. Ich hab zu tun. Kommt morgen wieder, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Hopp, hopp. Komm schon, Joey. Warum denn aufhören, wenn wir jetzt alle unseren Spaß haben können? Der Spaß ist vorbei, Schätzchen. Ein andermal. Vito und ich haben uns ewig nicht gesehen. Wir haben eine Menge zu bereden. Tja, dir scheint's ja ganz gut zu gehen, alter Junge. Kann ich klagen. Mann, diese kleine spanische Hexe ist verdammt scharf. Wie war's zu Hause? Nett. Allerdings war Mama nicht gerade begeistert, als ich deinen Namen erwähnt habe. Du weißt, wie sie ist. Ich soll mir einen ehrlichen Job suchen. Und, tust du's? Keine Ahnung, aber ich werde ganz sicher nicht denselben Fehler machen wie mein alter Herr. Ich zahle seine Schulden, komme auf die Beine und suche mir eine eigene Wohnung. Aber mit Fabrikarbeit mache ich zu wenig Kohle. Hey, du kannst erstmal bei mir bleiben. Und wir finden einen Job für dich, mit dem du ordentlich Geld verdienst, ohne dich krumm zu arbeiten. Klingt vielversprechend. Von 20 Kröten Stütze in der Woche kann ich leider nicht leben. Ich kenne Leute, die zahlen sehr gut für gewisse Dienstleistungen. Und für meinen besten Freund kann ich da sicher was einfädeln. Anständige Arbeit ist nur was für Idioten. Du sagst es. Als erstes muss ich dich Giuseppe vorstellen. Dort holen wir die Entlassungspapiere ab. Los geht's. Du
hast in nur 3 Jahren genug Zaster für all das hier gemacht? In den letzten 3 Monaten. Und ich hatte noch nicht mal Zeit, mich richtig einzurichten. 3 Monate? Scheiße. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Aber du hast Glück, Alter. Du kennst mich. Ja, das ist... Ja. Okay, vielleicht lag ich doch falsch mit dem, was ich gesagt habe. Obwohl das... Ich weiß jetzt nicht, zu einer Mafia-Geschichte, das von wegen vom besten Freund verraten... Ach ja, läuft ja wieder langsam. Würde halt passen. Du hast gesagt, du willst mich diesem Giuseppe vorstellen. Nein, nein, nein. Ich meine mir allgemein. Hast du dir da drüben nicht überlegt, was du machen willst, wenn du wieder hier bist? Nein, nicht direkt. Naja, das Übliche halt. Ein nettes Mädchen finden, Familie gründen. Wow. Hey, für den kam es später noch Zeit genug. Jetzt sorg ich erstmal dafür, dass du ein bisschen lebst. Hey, danke nochmal wegen der Sache mit dem Attest. Ach, war doch nur ein Anruf. Kannst dich bei Giuseppe bedanken, wenn wir ihn abholen. Sag mal, könnte ich vielleicht... Was? Fahren etwa? Die Straßen sind vereist und du bist noch nie Auto gefahren. Joe, ich bin da drüben fast die ganze Zeit gefahren. Ja, aber das hier ist kein Panzer. Das ist eins der besten Autos auf dem Markt. Ich bin kein Panzer gefahren, sondern einen Jeep. Was ist denn Jeep? Das... Vergiss es. Lässt du mich nun fahren, oder was? Okay, okay, hier ist der Schlüssel. Aber fahr bloß vorsichtig. Naja. Okay, wenn es richtig saukalt ist, gibst du ein bisschen mehr Gas als normal. Das ist das Pedal da rechts. Ich weiß, Joe, ich weiß. Ey, ich werde mich so hinlegen, glaube ich. Also, was heißt hinlegen? Okay, und jetzt wenn die Straßen vereist sind, ist halt scheiße. Darf ich die Karre ein bisschen wenigstens beschädigen? Nee, langsam, nicht so schnell. Nicht, dass wir von den Bullen angehalten werden. Was ist das immer noch? Das ist der Unterschied. Hey, Vito, weißt du, wie spät es ist? Es ist noch hell. Woher soll ich das wissen? Es ist an der Zeit, dass du dir ein eigenes Auto besorgst. Schön wär's, aber wovon soll ich das bezahlen? Klar. Er sagt, dass du es bezahlen musst. Eben. Aber ganz ehrlich, also ich weiß nicht, bei Mafia 1 war das ja relativ schlimm und nervig. Da hätte man sich wirklich an die Straße fallen. Oh Gott! Das soll so. Da war das halt relativ nervig mit den Bullen und so, aber ganz ehrlich, ich hoffe, hier wird das nicht auch so sein, dass dieses Mal die Bullen angescheißert kommen. Huhu, schau dir das Schätzchen mal an. Schick, ein 42er Jefferson. Es wäre eine Schande, tolles bei Auto. So einem schönen Wagen die Scheibe einzuschlagen. Du solltest dir bei Giuseppe ein paar Dietriche besorgen. Willkommen in Giuseppes Laden, ein Paradies für Diebe. Er hat einfach alles, sogar gefälschte Waffenscheine und Armee. Weg da, ich brauche Dietrich. Giuseppe, ich habe einen neuen Kunden für dich. Der ist doch in Ordnung, oder? Absolut einwandfrei. Das ist Vito, mein bester Freund. Und das ist Giuseppe, der beste Safeknacker in ganz Empire Bay. Immer Ruhestand, bitte. Freut mich. Sind die Papiere für ihn? Ja, ganz genau. Sind sie schon fertig? Sie, war scheiß Arbeit, aber sind fertig. Danke. Sind die auch wasserdicht? Die Armee wird dich nicht mehr belästigen, glaub mir. Siehst du? Was hab ich gesagt? Dein Geld. Nimm deine Papiere wieder. Ja, nimm die. Ach so, hab ich noch gar nicht. Na, wir brauchen noch einen Satz Dietriche. Sehr richtig. Und rate mal, wer die bezahlt. Ich hab noch ein bisschen Kohle. Warum sind die so teuer? Ich hoffe, ich muss hier nicht ständig nachkaufen, mein Freund. Grazie, du kannst sie gleich mal ausprobieren. Ne, mach ich doch. Nimm das Schloss hier. Ich hoffe, du musst den Dietrich nur reinschieben und alle Stifte aneben. Aneben. Hältst du die Stifte einen nach dem anderen fest? Ich hör, also, wenn alle Stifte wo ist denn das? Position sind, ach, da. Drehst du einfach den Spanner. Okay, Stifte, sobald er in der richtigen Position drückt. Ach, da unten sehe ich das. Also, ihr seht das jetzt eher nicht. Warte. Oh Gott. Warte. Verdammt. Ja, okay. Ach Gott. Also, ich hoffe nicht, dass ich das bei Autos machen muss. Das ist ja bloß noch ein Testschuss. Okay, das geht. Dann mach's mal gut, Giuseppe. Kinderspiel, hä? Keine Angst. Du kriegst den Dreh schon raus. Ich mach das immer, wenn ich meine Schlüssel im Auto vergesse. Ja. Okay, kann ich auch gleich die Tür... Willst du den Wagen immer noch knacken? Die Karre vor der Tür. Witze? Unbedingt. Das ist deine Chance. Aber müsste das nicht theoretisch...
Ach so. Warte. Na? Ist ein bisschen Fummelarbeit. Ich hoffe, ich muss das nicht bei jedem Auto machen. Was? Ja, lass mich fahren. Lass mich fahren, Mann. Autodiebstahl im Gange. Ja, es ist noch nicht vorbei. Schütteln Sie ab, schnell. Ja, Mann, ich weiß, dass ich gesucht werde. Jetzt lass mich fahren spielen. Entschuldigung. Warte. Ich meine, es ist relativ realistisch, ne? Wenn man eigentlich beim Autoknacken gesehen wird und so, dass die Bullen dann irgendwie gleich verfolgen und so, ist okay. Aber im Spiel könnte das nervig werden. Ich hoffe, ich muss das nicht allzu oft machen. Vielleicht habe ich ja auch wieder ein schönes... Scheint, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Gar nicht schlecht. Ich glaube, den behalte ich. Gut. Wir brauchen eine Werkstatt. Die bieten genau das, was wir jetzt suchen. Klingt aber nicht billig. Keine Sorge, das geht auf mich. Fahr einfach zu einer Werkstatt. Hä, willst du mich verarschen? Typen, dem sie gehören. Ich wollte gerade sagen. Hier, park vor dem Werkstatttor. Okay, und jetzt drück auf die Hupe. Schönen guten Tag. Wie kann ich helfen? Okay, hätte, wenn ein Auto. Okay. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe das jetzt schon wieder vergessen. Man hat es, glaube ich, gehört. Immer ist kostenlos, war. Wechsel die Farbe. Leistung verbessern, um die Cops leichter zu entkommen. Ja, müsste ich aber das halt immer haben. Will ich nicht. Was ist denn teurer? Ist das egal? Neue Nummernschilder. Kein Problem. Ich meine, solange gratis, ne? Ändere das Kennzeichen oder lackiere. Ja, habe ich ja schon gemacht. Es ist alles erledigt. Okay, alles klar. Also, passt das. Es ist zwar cool, dass wir einen Motor tun können, aber da bräuchte ich halt wirklich eine Karre, die von Anfang an stark ist, die, naja, wo es auch was bringt ist. Das könnte vielleicht sonst teuer werden. Gut, dann stelle ich dich jetzt Mike Bruski vor. Er hat vielleicht einen Job für dich. Okay, wo ist er? Ihm gehört ein Schrottplatz drüben in Riverside. Du kannst ihn nicht verfehlen. Ach doch, ich fahr richtig. Wie hieß der Kleine nochmal? Welcher Kleine? Der von der Autowerkstatt? Ach, Tommy. Er ist der Neffe meines Kumpels. Ein super Tänzer. Im alten Tanzlokal in der Oyster Bay vor ein paar Wochen sind alle Bräute seinetwegen durchgedreht. Ist da etwa einer eifersüchtig? Witzig. Ich brauche keine Tanzschritte. Ich habe meinen Charme, mein Freund. Ja, du hast dir Geld. Ein paar meiner Sprüche. Dann musst du dir nicht mehr jeden Abend einen von der Palme wedeln. Ist das ein Bulle? Würdest du für $50 mit mir ins Bett gehen? Aber mach schnell, ich brauche die Kohle dringend. Okay, wenn ich zu schnell fahre, also ich habe jetzt noch nicht probiert, ob das funktioniert mit dem zu schnell fahren. Aber einfach so über Rot fahren juckt es schon mal nicht. Was schön ist, was ehrlich gesagt wirklich schön ist. Deswegen, ich presche mal ein bisschen durch, jetzt kam wieder ein Bulle. Hey, das ist ein tolles Kleid. Das würde sich wundervoll neben meinem Bett machen. Oh Gott. Das soll funktionieren? Soll das funktionieren? Ist der Unterschied zwischen einem Gespräch und Sex? Nein? Wollen wir zu mir und ein bisschen reden? Schon klar, dass du Probleme hast. Oh Gott. Okay, zu schnell fahren ist scheißegal. Also, sonst hätte mich der Bulle... Okay, ich habe gerade 120. Ich bin gerade 120, aber also... Aber hier mache ich eine Ausnahme. Der war schlecht. Wenn man drei Beine in der Hose hat, dann braucht man nicht gut reden können, verstehst du? Fahr vorsichtig in der Kurve hier. Vor ein paar Wochen ist da ein Kerl durch die beschissene Leitplanke gebrettert und ersoffen. Ja, ist ja nicht mein Problem. Ich kann fahren. Wäre auch Jeep gefahren. Okay, und jetzt rechts ab. Warte. Oh Gott. Okay, wenn es selbst das nicht juckt. Alter, was war denn das gerade, bitte? Ach klar, Fahrerflucht, wenn der mir reinfährt oder was? Willst du mich verarschen, Spiel? Fahrerflucht. Als ob ich irgendwas gemacht hätte. Okay, ist aber wirklich der Teil, glaube ich, ne? Ja, ist der Teil. So, jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ich habe erst gedacht, okay, vielleicht habe ich doch Mafia dreimal angespielt und das war nicht so. Nee, ist aber der Teil. Ist aber der Teil. So, Meister. Da sind wir. Hey, wen haben wir denn da? Hey, Mikey, wie geht's denn so? Scheiße, Mike, wie wär's denn mal mit Hände waschen? Jetzt brauche ich ein verdammtes Bad. Hey, ich bin am Arbeiten und wer arbeitet, macht sich manchmal dreckig. Außerdem habe ich sie gerade abgewischt.
Womit denn? Mit demselben Scheißlappen, mit dem du auch das Klo abwischst? Du bist vielleicht ein Penner. Hey, jetzt reg dich mal ab. Bist du vom Gesundheitsamt oder bist du geschäftlich hier? Geschäftlich natürlich. Hier, das ist mein Freund Vito. Vito, das ist Mike Bruski. Gib ihm bloß nicht die Hand. So viel Seife habe ich nicht zu Hause. Freut mich, Vito. Vito und ich sind alte Freunde. Er kommt gerade aus dem Krieg zurück und braucht Kohle. Da dachte ich, er könnte dir bei deinem Beschaffungsproblem helfen. Ich bürge für ihn. Aha, okay. Joe hat dir also von unserem Nebengeschäft erzählt, oder? Ja. Ich will nur stinknormale Karren, nichts ausgefallen ist. Du kriegst pro Wagen deinen Anteil. Ich nehme nur so viel ab, wie ich verarbeiten kann. Und schlepp mir keine Bullen an, klar? Wenn sie dir hierher folgen, habe ich deine Visage nie gesehen, verstanden? Klar. Gott, verdammt, Mike. Ich habe deine Schmutzgriffel auf meinem Mantel. Weißt du, was ich für den Fetzen hingelegt habe? Krieg dich wieder ein, sonst stopfe ich ihn dir in den Arsch, du Nervensäge. Und jetzt darf ich auch noch die Reinigung blechen. Und wer weiß, ob die diesen Siff überhaupt rausbekommen. Halt die Fresse. Vito, ich bräuchte dringend ein Walter Coupé, heute noch. Meine Leute haben zwei Teile aufgetrieben, aber keinen Wagen. Weil ihr einfach nicht wisst, wo ihr suchen müsst. Jedes Mal, wenn ich die Hunter Street runterfahre, sehe ich dort einen neben einer Bar parken. Ich glaube, der Schuppen heißt Lone Star oder so. Ist der nicht im schwarzen Viertel? Da falle ich doch auf wie ein bunter Hund. Ich gebe dir 350 Mäuse. Das ist doch das Risiko wert, oder? 400. Na schön, abgemacht. Komm, Vito, fahren wir. Andiamo. Und dir schicke ich die Rechnung für die Reinigung von meinem Mantel. Die kannst du dir in die Haare schmieren, du Sackgesicht. Okay, hör zu. Das ist sozusagen deine Jungfernfahrt hier. Versaus also nicht, verstanden? Hier, Vito. Nimm das. Für alle Fälle. Hey, klasse. Hey, Mike, darf ich das Ding mal ausprobieren? Klar. Lass dich nicht abhalten. Dann mal los. Zieh auf die alte Kiste da drüben.